Es ist noch Zukunftsmusik. Aber Stadtbahnwagen dieser Kölner Bauart, die in der Domstadt bereits seit Jahr und Tag auf einer Linie als simple Straßenbahn eingesetzt sind, sollen künftig zwischen Düsseldorf und Dortmund im Stadtbahnnetz Rhein-Ruhr verkehren. In Essen stehen mittlerweile 16 Exemplare dieser Art, das Stück zu rund 1,3 Millionen Mark bereit, um alsbald auf einer Modellstrecke erprobt zu werden. Inmitten der B1 zwischen Essen und Mülheim-Heißen verläuft diese Stammstrecke eines neuen Verkehrssystems. Stadtbahn, nicht zu verwechseln mit der S-Bahn, die von der Deutschen Bundesbahn auf deren eigenem Bahnkörper betrieben wird. Die Stadtbahn ist geplant als kreuzungsfrei geführte Personennahverkehrsbahn mit innerörtlicher und insbesondere städteverbindender Aufgabe. Mit einem Wort, die Stadtbahn soll die S-Bahn ergänzen. Das ist das geplante S-Bahn-Netz im Rhein-Ruhr-Gebiet. Seine Linien verlaufen durchweg in Ost-West-Richtung, genau wie bei der Bundesbahn, versteht sich. Die Stadtbahn soll nun als überregionales Schnellbahnsystem die Zentren des Reviers verbinden und diesen Raum vorwiegend in Nord-Süd-Richtung erschließen. Im innerstädtischen Verkehr wird die Stadtbahn dann ergänzt durch Straßenbahn- und Omnibuslinien. Überall sind wichtige Teilstücke der Stadtbahn im Bau, von Dortmund bis Düsseldorf. Die verbindende Klammer für alle ist die Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr, deren Bedeutung Professor Girnau, Direktor des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe, würdigt. Wer den öffentlichen Personennahverkehr verbessern will, muss ihn beschleunigen. In den Städten ist dies nur durch eine Verlagerung in die unterirdische Ebene, also in den Tunnel, möglich. Von dieser richtigen Erkenntnis ausgehend haben sich die Ruhrgebietsstädte in den 60er Jahren entschlossen, U-Bahn-Planungen in Angriff zu nehmen. Zunächst einzeln mit der Gefahr, dass sich in den einzelnen Städten unterschiedliche Planungen entwickeln würden bezüglich Tunnelbreiten, Fahrzeuge und so weiter. Es erschien also notwendig, in dieser Städtelandschaft die Planungen miteinander zu koordinieren. Das geschieht heute durch die Stadtbahngesellschaft, um einheitliche Maße, Breiten und Fahrzeuge zu schaffen. In der City von Mülheim-Ruhr können wir einen der sogenannten Verknüpfungspunkte in Augenschein nehmen. Wo jetzt noch die Straßenbahn verschwindet, ist später ein Busbahnhof, von dem aus man über eine Fußgängerzone in den gleichfalls unterirdischen Bahnhof der Stadtbahn sowie zur daneben gelegenen S-Bahn gelangen kann. So ideale Verknüpfungen gibt es nicht auf allen Gebieten, wie die Industrie- und Handelskammer Essen schon frühzeitig kritisch anmerkte. Dazu der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Dr. Thoma. Die Stadtbahn, die jetzt in Abschnitten gebaut wird, hat eine Spurbreite von 1,43 Meter, also eine Spurbreite der Bundesbahn. Im engeren Ruhrgebiet, in Mülheim, in Essen, in Bochum, in Gelsenkirchen, in Recklinghausen und im Vestischen Raum, haben wir aber Straßenbahnen, die auf der Meterspurbreite betrieben werden. Die Kammer Essen hat deshalb seinerzeit vorgeschlagen, während der nächsten Jahrzehnte die Straßenbahn als Stadtbahn zu betreiben, das heißt mit der Meterspur, und erst dann im nächsten Jahrhundert, wenn man zu weit übergreifenden Netzen kommt, auf Normalspur umzuspuren. Diese Zweigleisigkeit hat natürlich mannigfache Nachteile, wie sich jedermann lebhaft vorstellen kann. Hier sind wir nun im Stadtbahnbahnhof Essen Hauptbahnhof. Wenn alles gut geht, soll der Fahrgastbetrieb zwischen der City und dem benachbarten Mülheim-Heißen am 1. Juni nächsten Jahres aufgenommen werden. Gesamtlänge der Strecke 7,9 Kilometer, davon 2,4 Kilometer Tunnel. Kosten ca. 300 Millionen Mark. Diese erste Versuchs- und Modellstrecke ist nach sachverständigem Urteil nicht optimal, im Gegenteil. Zählungen haben ergeben, dass nur ca. 5000 Fahrgäste täglich zu erwarten sind, nicht zuletzt deshalb, weil auch die S-Bahn auf der Strecke Essen-Mülheim verkehrt. Ende vergangenen Jahres errechneten Verkehrsexperten bereits ein Millionendefizit pro Jahr. Am Essener Kennedyplatz, wo die Spitzen des Rates und Teile der Verwaltung residieren, war man nicht bereit, uns Auskunft auf die Frage zu geben, warum gerade diese Strecke zum Modell auserkoren wurde. Auf dieses Problem kommen wir später noch einmal zurück. Machen wir noch einmal einen Sprung nach Mülheim-Heißen, zurück zur Endstation der ersten Versuchsstrecke der Stadtbahn.
Zwischen alten Gebäulichkeiten hat sich hier ein Architekt ausgetobt und hat zwei Stationsausgängen eine supermodern anmutende Haube aufgesetzt, kostspielig und in Rundungen schwelgend. Die Bürger halten dieses Königgebilde für eine Zumutung. In Leserbriefen an die Lokalredaktionen machen sie ihrem Ärger Luft. Eine Bürgerinitiative protestiert und fordert kategorisch, diese Überbauten sollten verschwinden und auch in anderen Stadtteilen nicht errichtet werden. Die Bürger selbst werden aufgefordert, sich rege an einer entsprechenden Unterschriftenaktion zu beteiligen. Kritisches ist auch in Dortmund aus dem Hause der Industrie- und Handelskammer zu hören. Allerdings wird hier das ganze Stadtbahnkonzept in Frage gestellt. Geschäftsführer Dr. Erwin Budde. 1969 ist man ausgegangen von einem Stadtbahnnetz Ruhr mit einer Länge, nicht wahr, von 230 Kilometern. Und dabei wollte man zwischen den Städten zunächst die Strecken bauen. Das hat sich inzwischen längst geändert. Es wird in den Innenstädten gebaut, um hier an diesen Brennpunkten des Verkehrs die Situation zu verbessern. Das ist allerdings nicht im Sinne des Erfinders. Geplant war ja ursprünglich ein großes überregionales Netz. Sind das nun in erster Linie finanzielle Gründe, die dazu geführt haben, diesen Plan etwas zu reduzieren? Auch das spielt eine Rolle. Die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sind zwingender geworden, als seinerzeit voraussehbar war. Große Netze kosten heute sehr viel Geld und es stehen einfach die Finanzmittel, auch wegen der Baukostensteigerungen, die inzwischen eingetreten sind, nicht mehr in dem Maße zur Verfügung. Aber das, was in den Städten jetzt in den Stadtkernen gebaut wird, an unterirdischen Bauwerken für die künftige Stadtbahn, hat ja auch bestimmte Folgekosten. Das ist die andere Seite, die rein betriebswirtschaftliche Seite, die auch nicht leicht zu nehmen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass der Tunnelbetrieb im Straßenbahnformat immerhin das Dreifache kostet gegenüber dem Betrieb auf einer oberirdischen Straßenbahn. Und das sind natürlich Kosten, die nachher bei den städtischen Haushalten sehr stark zu Buche schlagen. Für die Finanzierung der Stadtbahnbauten werden dagegen den Städten glänzende Konditionen eingeräumt. Der Bund übernimmt 60% und das Land 30%, sodass relativ wenig Eigenmittel aufgebracht werden müssen. Was in den Städten wie hier in Bochum verbaut wird, so argumentiert man, ist nicht für die Katz. Denn die meisten von ihnen hätten ja auch sonst eine Art U-Bahn gebaut, um die Innenstadt zu entlasten. Allerdings, wie es dabei mit den Überlandstrecken aussieht, das interessiert dann nicht so sehr. Zweifellos sind das alles neuralgische Punkte dieses Konzepts, neben anderem. Ein weiterer Vorwurf kommt gleichfalls aus Dortmund. Die Stadtbahngesellschaft selbst ist jetzt die Zielscheibe. CDU-Ratsherr Theo Schwill. In Dortmund sind wir der Meinung, dass die Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr personell überbesetzt ist. Wir haben die Fehlbeträge pro Jahr zu übernehmen, darum ist das für uns eine wichtige Sache. Das Zweite, uns ist bekannt geworden, dass die Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr eine Betriebsführungsgesellschaft für alle Linien im Ruhrgebiet gründen will, in die die Stadtbahnstrecken der Städte eingebracht werden soll. Das wird zu einem heillosen Durcheinander führen, da unklar ist, wer die Defizite der restlichen Linien morgen übernehmen muss. Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr, die in diesem Hochhaus in der Gelsenkirchener City zur Miete wohnt, setzt sich hartnäckig gegen das Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik zur Wehr. Zu vier schwerwiegenden Vorwürfen nimmt der Geschäftsführer dieses Unternehmens, Diplom-Ingenieur Hans-Joachim Niemann, Stellung. Die Regionalität der Stadtbahn Rhein-Ruhr ist nicht tot. Das beweist, dass zurzeit an den regionalen Verbindungen Essen, Mülheim, Duisburg, weiter Duisburg, Düsseldorf und Bochum, Herne, Recklinghausen gebaut wird und wir in absehbarer Zeit auch mit einer Betriebsaufnahme auf diesen Streckenabschnitten rechnen. Die Betriebskostenfrage ist kein spezifisches Problem der Stadtbahn Rhein-Ruhr. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass derjenige, der zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs Investitionen aufwendet, auch in Kauf nimmt, dass in den neuen Betriebsanlagen der Stadtbahn höhere Betriebskosten zugunsten des Fahrgastes entstehen. Wir werden aber bei den Investitionen Sorge dafür tragen, dass die Betriebskosten in diesem Prozess minimiert werden. Das heißt also,
dass in personalarmen Betriebsformen relativ wenig Betriebskosten entstehen. Wenn man freundlicherweise von Wasserkopf Stadtbahngesellschaft spricht, muss man sich die Zahlen vor Augen halten. Wir arbeiten hier in Gelsenkirchen mit 54 Ingenieuren und 12 Technikern an einem Bauvolumen von über 300 Millionen Mark im Rhein-Ruhr-Gebiet für Bauvorhaben in 8 verschiedenen Städten mit der Aufgabe, diese Bauvorhaben zu koordinieren, für diese Bauvorhaben technische Richtlinien zu erlassen und die vereinheitlichende Klammer in allen Städten zu sein. Als die Stadtbahngesellschaft im Jahre 1970 ihre Tätigkeit aufnahm, waren bereits wesentliche Teile, nämlich die Tunnelabschnitte dieses Streckenabschnitts in Essen und in Mülheim, fertiggestellt. Damit ergab sich die Möglichkeit, mit relativ geringen Aufwendungen einen ersten Streckenabschnitt des gesamten Grundnetzes der Stadtbahn in Betrieb zu nehmen. Wenn eingewendet wird, dass dieser Streckenabschnitt nicht der vordringlichste war, muss entgegnet werden, dass sich die Netzentwicklung insgesamt nicht allein nach den Maßstäben der Belastung ergeben kann, sondern dass in der Netzentwicklung auch andere Gesichtspunkte Geltung haben müssen. Die Zweifel bleiben, ob das seinerzeit geplante Streckennetz unter heutigen Verhältnissen überhaupt noch sinnvoll ist. Inzwischen hat sich hinsichtlich der Mobilität der Menschen an Rhein und Ruhr einiges verändert, ganz zu schweigen von der Bevölkerungsentwicklung in dieser Städtelandschaft und dem sogenannten Pillenknick. Die Stadtbahn Rhein-Ruhr ist ein Milliardenprojekt mit vielen Unbekannten. Und manche befürchten, es bleibt am Ende ein Torso.